Also so lange, bis keine neue kommt, die mich umhaut, die ich Trauma finde, 10 von 10, die ich mir hergewünscht habe. Die auf meiner Liste stand. Ist Jana Maria, meine ich ernst mit ihr. Ja. Hallo Leute, es ist Wochenanfang und ihr könnt den gleich mit uns erleben. Wie geil ist das denn? Das ist Lena, ich bin Tessa, ihr seid hier bei Trashkurs und bei uns geht es um Bachelor in Paradise, schon Folge 5. Folge 5 und da war einiges los. Also es war für mich selbst als Zuschauer eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja. Ich habe kein Ticket dafür gebucht, aber ich war mit dabei. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, macht euch ein Abo über den Link in unserer Videobeschreibung oder in unserer Insta-Bio. Die Vorteile eines RTL Plus Abos. Leute, was sollen wir noch weiter erzählen? Ihr habt alle RTL Plus Originals. Ihr könnt Sendungen, die es auch im Free TV gibt, meistens eine Woche vorgucken. Ihr habt einen kostenlosen Probemonat und es ist monatlich kündbar. Jawohl. Und wir fangen an mit Bachelor in Paradise Folge 5. Was ist denn bei dir das erste große Thema? Weil ich bin eigentlich schon bei Yves und Dario, dieses ganze Danilo-Gelaber. Na, ich musste kurz noch über Shakira lachen. Ja. Von wegen, ich möchte dich nicht beeinflussen, aber der ist ganz schlimm. Hat Shakira gesagt? Ja, der ist ganz über Leon. Und dann meinte, ja, stimmt. Und ja, ich erinnere mich. Also, nee, Quatsch. Shakira möchte Christina nicht beeinflussen. So rum. Aber der ist kacke. Der, genau. So, und das, so ging es die ganze Zeit. Der ist so kacke. Aber ich möchte wirklich, mach deine eigenen Erfahrungen. Ich dachte, ja, wirklich. So, aber es ist halt auch wirklich schwierig. Ich glaube, es hat ein bisschen schon auch ihr Ego gesprochen. Ja. Aber nur zum Teil, weil ich ihr trotzdem auch abkaufe, dass sie trotzdem keinen Bock mehr auf Leon hatte. Das ist auch leider Gottes die beste Entscheidung. Und es ist ja auch klar, dass Leon trotzdem irgendwas am Kopf hat. Vielleicht eine Platzwunde. Who knows? Und dann musste ich schon wieder lachen bei Paul, wie er reinkommt, weil es gab ja eine Aufgabe. Du, hol mich noch mal kurz ab, was die Aufgabe war. Ja, ich weiß es. Leute, wir machen Fotos. Ja, stimmt. Und man hätte anhand der Aufgabe mit der Polaroid-Kamera natürlich schon völlig klar sehen können, wer wohl als Datepartner einziehen wird. Das anhand der Fotos? Der Polaroid-Kamera. Ja gut, aber das wusste ich auch nicht mehr. Nee, das muss ich sagen. Ich fand das geil. Ich fand die Brücke, die da geschlagen wurde, super. Sensationell. Denn Alex wird einziehen und man könnte sich eigentlich auch schon überlegen, die Jungs müssen von ihren Girls Bilder machen. Und ich glaube, Danilo hat als einziger gecheckt, das wird hier der Neue zu sehen bekommen und sich dann entscheiden, wer aufs Date geht. Lass mal hässlich machen. Weil ich war nämlich schon direkt wieder so, weil klar, wieder werden hier nur die Frauen fotografiert, warum nicht die Männer? Ich muss schon wieder am Hate-Kommentar schreiben, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe mich schon wieder hier so sitzen sehen. Tipp. Aber es soll kein geringerer einziehen als Live Golds. Alex Golds aus der Staffel mit Melissa, wo er seinen Best Buddy Maurice kennengelernt hat, der letzte Staffel BIPTAN teilgenommen hat. Und ich muss jetzt erstmal sagen, ich habe Bock auf den. Also der bringt immer eine gute Stimmung eigentlich. Der ist immer sehr, sehr locker und auch so sehr selbstsicher, wie er sich gibt. Und irgendwie, er hat sich, glaube ich, auch noch keine Fehltritte in irgendeiner Art und Weise erlaubt, so richtig. Nee, bei Are You The One war ja, also persönliche Fehltritte für uns jetzt, so dass wir sagen, weiß jetzt nicht, ob man mit der oder der rumrutschen musste, aber das ist ja jetzt kein, das kann ja mal passieren. Du, das Mucho Fanos. Auf jeden Fall schaut er sich alle Bilder an und entscheidet sich für Yves. Jasmin. So, danke. Das habe ich irgendwann auch später hier auf der Liste. Ich habe ja erstmal nie gecheckt. Ich hatte irgendwie kurz schon wieder ihren Namen vergessen. Ja. Also Jasmin hatte ich schon abgespeichert. Aber dann hatte ich noch bei Insta dieses Eve-Ding und hatte wirklich zwischenzeitlich Yvonne da stehen. Und jetzt erkläre uns Jasmin, wie man von Jasmin auf Eve kommt. Warum denn? Hast du einen Doppelnamen? Also ich finde es ja nicht schlimm, aber ich muss das verstehen. Vielleicht fand sie einfach Jazz als Spitznamen kacke, weil es war wirklich nicht so gut. Nee, aber Yves? Naja. Ist ja wie, wenn sie sich Anna nennt. Vielleicht aber Doppelname. Also, Jasmin, du kannst gerne jetzt hier mal kurz drunter kommentieren. Sieht aber auch wirklich Bombe aus. Die Frau hat mich wahrscheinlich auch für sie entschieden, muss ich mal jetzt ehrlich sagen. Und übelst lockeres Date gewesen. Ja, oder? War schön. Und ich war aber auch ein bisschen überrascht, dass es doch so auch flirty war und auch so auch von ihr aus gesagt wurde, ich glaube, wir haben schon ein bisschen geflirtet. Weil ich hatte Angst, ne? Denn Alex meinte ja dann,
als sie ihm dann doch mal offenbart hat, dass sie eigentlich mit Dario schon so ein bisschen weiter ist, weil ich fand, den guten Zeitpunkt hat sie verpasst, hat es dann aber nochmal so nachgeschoben. Mhm. Und er meinte ja, hätte ich jetzt von ihrem Verhalten her nicht gedacht, dass sie einen Mann in der Villa hat. Und da war ich nämlich schon wieder im Zwiespalt. Oh, haben wir hier die Situation, dass der Mann das einfach nur wieder falsch versteht, weil sie nur nett ist und er so ist wie, sie war voll offen, sie war flirty. Mhm. Aber sie hat ja selber gesagt, es wurde geflirtet. Ja, und ich habe ja auch den Zwiespalt vollkommen abgekauft. Also es sollte sich ja dann auch später noch in der Folge so rausstellen oder besser zeigen, dieses, du wurdest doch schon mal von einem Typen angeschrieben, denkst du erst mal vom oberflächlichen, äußerlichen her, boah, eigentlich braucht ein Typ, ich wünsche mir den rein. Dann kommt dieser Typ auch noch da rein und dann fehlt's irgendwo. Willst irgendwie nie so richtig zünden. Ja. Also das letzte Date, das habt ihr ja letzte Woche schon durchgesprochen, das war ja auch wirklich mehr schlecht als recht. Und dann kommt dort einfach ein Alex an und dieses Date ist super locker. Na klar, gerätst du dann mal kurz ins Wanken. Obwohl sie auf dem Stand-Up-Paddle sehr gefestigt aussahen. Währenddessen gab es eine Pool-Party. Ja, da wurde einfach nur rumgemacht. Es war eine Knutschparty. Hier. Steffi und Michi hatten ihren ersten Kuss, Danilo und Shakira. Wo ich jetzt immer, wenn Shakira ihren ersten Kuss mit einem Mann hat, will ich eigentlich eine andere Ansicht sehen, ob da eine Zunge drin ist. Weil sie sagt nach jedem Kuss, oh, es war so schön. Und sie hat ja auch gesagt, sie mag keinen Zungenkuss. Ich glaube, Umut hat das Wasser so richtig verseucht. Also wenn du da jetzt reingehst, musst du echt Angst haben, dass du da nicht irgendwelche Kinder bekommst. Der Kurs war richtig, richtig schön und keine Ahnung, es hat so gepasst. Es war so perfekt. Was geht heute ab? Ich kam gar nicht mehr da. Also noch länger hätte ich es auch nicht warten können. Also ich habe mir schon gedacht, liegt es jetzt an mir. Aber so eine Poolparty, da kommen alle in Fahrt. Also hat Spaß gemacht. Ich konnte mich auch ein bisschen ablenken jetzt ohne Jasmin. Wäre aber schon auch schön gewesen, sie wäre da gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und dann frage ich mich immer, Danilo schätze ich eigentlich als einen Zungenküsser ein? Ist eine Zunge. Ist eine Helikopter-Zunge. Zunge. Aber ich war erstmal überschrocken. Überschrocken war ich. Ja. Und zwar, dass Danilo geküsst hat. Ich auch. Denn währenddessen muss es ja ich liebe das. Eine Freundin draußen gegeben das haben. Das verstehe ich nicht. Und bei Jade dachte ich dann noch so, ah, okay, er möchte nicht so richtig küssen. Und bei Shakira, mua, da war hier. Das ist der Pool, die haben da irgendwas in den Pool gemacht, weil es ist immer naja, im Pool. Ja, Maria hat was im Pool gemacht. Gepisst. So, und während des Dates kommt ja auch noch ein neuer Mann rein. Klopf, klopf, wer kommt denn da? Emanuel? Ja, aber wie der reinkam, auch noch wie durch so eine Katzenhundeklappe. Ja, wirklich. Für mich ab diesem Zeitpunkt dachte ich, symbolisch wurden jetzt in der Villa die Eierschalen überall hingelegt. Ja. Weil ich hatte sofort Angst. Oh Gott, ja. Und dann war ich voll überrascht, hatte mir direkt aufgeschrieben, hä, wie krank freut sich Umut bitte über Emanuel? Ja. Dann gab es zum Glück auch diese Rückblende, weil, also, unangenehm. Dann wurde es natürlich wieder auf den Alkohol geschoben, was auch sonst. Easy Access. Ja. Exit. Mhm. Exit auch. Exit auch. Naja, dann kommen Yves und Alex zurück. Ja. So. Als nächstes habe ich nämlich bei mir Mimi stehen. Ja. Mimi schnappt sich Alex und in den Augen von Yannick viel zu übertrieben, viel zu überschwinglich. Als hätte sie sich ihm so richtig an den Hals geworfen, so in diesen Brautdings. Ja. So. Ja, weiter geht's. Und, Mimi schnappt sich Alex direkt und dann ging es an den Pool. Und da haben wir natürlich wieder unser Bachelor-Universum. Hm. Denn aus diesem Freundeskreis, also zumindest Bachelorette-Bachelor-Freundeskreis, aus dem Alex kommt, hatten wir ja letztes Jahr bereits zwei Kandidaten, die ja in der Freundesgruppe von Mimi schon rumgewildert hatten. Und da habe ich mich gewundert, und wen hatte Mimi aus der Gruppe? Here it is, Life Goals. So, vor allem, wie die hier dabei. Naja, da habe ich mich halt gewundert, wie es sein kann, dass Mimi mit niemandem was hatte. Das kann ja nicht sein. Als ob du so ein Anrecht hast auf alles. Aber es wurde ja jetzt gedroppt. Ja. Und diese Kombi, die hattest du ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen ins Feld geworfen bei uns. Ja. Und da habe ich es dir ja schon nicht geglaubt. Ja. Weil für mich passt es leider gar nicht. Nee, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber du in Köln, in den, also da auf dem Ring, alles, da kann ne? viel passieren. Da ja, Bermuda-Dreieck. Ist so. Untenrum. Ja. Genau. Und dann verhält sich Dario übelst zickig, denn ja nicht nur Alex kam. Nicht nur Alex kam zurück vom Date, sondern ja auch Eve, bekannt als Jasmin. Und Dario so. Ja. Na und? Hat so ein schönes Date. Ich.
Also, wir haben uns gut verstanden, ne? Also du hörst dich schon sehr begeistert an von allem. Ich bin enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, sie hat sich so von dem, was wir die letzten Tage auch wirklich aufgebaut haben, sie hat sich trotzdem total irritieren lassen. Ich werde nie irgendwo, egal bei wem, egal bei was, die Nummer zwei sein. Und ich werde mich niemals zur Wahl stellen lassen. Nein. Entweder ich bin Priorität oder du bist weg. Ich finde aber tatsächlich, dass er das irgendwie, also er hat das gut im Griff, Sachen rüberzubringen, die eigentlich, wenn du jetzt nicht weißt, was die Hintergrundgeschichte ist, ne? Oder was da im Hintergrund passiert, als außenstehende Person, dass du das Gefühl hast, er ist jetzt nicht sauer. Also ich finde, er kann das in der Tonlage besser überspielen als andere Kandidaten. In der Tonlage ja. In der Tonlage ja. Und ich finde es eigentlich auch jetzt nicht so verkehrt, dass er sehr kommunikativ ist. Ich wünsche mir nur, es könnte noch schneller passieren. Und ich weiß auch nicht, ob er dabei Jasmin jetzt so richtig, also jetzt nicht, um Jasmin abzuwerten, aber ob die beiden auf einen Nenner kommen, was das alles angeht. Weil sie ist schon sehr unsicher. Ja, 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 aber ich finde eben, das strahlt Dario aus. Also Dario strahlt auf der einen Seite aus, von wegen, er wüsste komplett, was er möchte und ist sich dabei sehr sicher. Aber das sagt er sich eben auch nur. Und ich finde nämlich, er strahlt das null aus. Weil er hat sich so schnell verunsichern lassen von dieser ganzen Alex-Situation. Und wenn du gefallen hast an einem Mädel, an einer Frau, dann kann dir erstmal jeder andere Typ egal sein. Dann mach doch erstmal bei der Frau klar, was du willst und dass du dir sicher bist. Aber wenn du dich so schnell verunsichern lässt von einem Date, was sie sich ja noch nicht mal selber freiwillig ausgesucht hat, dann finde ich das alles schon wieder so ein bisschen, wir hauen das Modewort raus, toxisch. Aber ich finde, sie hat sich halt irgendwie auch ja verunsichern lassen, weil sie hat ja dann zu ihm gesagt, was ich auch sehr gut fand, dass sie meinte, das Date war gut. Also es hat ihr gefallen. Sie hätte ihm ja auch einfach sagen können, ach du, pff, ist nichts. Ne? Ja. So, und aber sie war ehrlich. Sie war ehrlich, das fand ich super. Und begeistert mich tatsächlich auch ein bisschen in so einem Format, weil ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt schon mal hatten, dass jemand mal klar raus so kommuniziert hat. Und sie hat sich ja... Das ist Dame Steffi. Sie hat sich ja aber dann auch ein bisschen davon verunsichern lassen, dass sie Alex von diesem einen Date auch so toll fand und so locker. Ja. Also ich glaube, die waren sich dann am Ende wahrscheinlich beide irgendwie nicht ganz sicher. Und Dario hat ein sehr, sehr hohes Selbstwertgefühl, zumindest drückt er das so aus und sagt, hat er in dieser Folge auch nonstop gesagt, zweite Wahl bin ich nicht. Nee, zweite Wahl habe ich nicht nötig. Ja, also wenn du die letzte Milchschnitte isst und erst dann an mich denkst, vorbei. Vorbei. Kündigung wollte ich gerade sagen, Trennung. Kündigung. So ein bisschen. Können wir das vielleicht halt? Ich kündige dich. Ja, finde ich gut. Und dann muss ich echt ehrlich sagen, boah, Yannick ist so ein Typ. Geht genauso weiter. Du denkst auf den ersten Blick, oh, irgendwie cooler, also du jetzt, also ja, ich rede jetzt mal von mir. Ich würde denken, boah, irgendwie cooler, chilliger Dude, macht einen lockeren Eindruck. Aber die letzten drei Folgen, Junge, Junge, Junge. Hey, übelst peinlicher Auftritt, Mimi. Von mir? Ja. Warum? Ich bin gerade komplett überfordert. Ich habe nur gemerkt, dass du ihm direkt um den Hals gesprungen bist. Ja, ich freue mich, ihn zu sehen. Das ist Quatsch. Mimi, du weißt, ich kenne die Vorgeschichte. Ja, na und? Also, wenn er jetzt Interesse an Mimi hat, soll er auf jeden Fall rausziehen und gucken, ob's passt zwischen denen, ob da irgendwas noch ist. Die Signale, die du gerade gesendet hast, waren wirklich nicht cool. Ich mach doch gar keinen Stress, aber... Doch, machst du wohl, nein. Du bist voll abgefuckt. Ja, natürlich, weil das ein echt scheiß Signal war. Aber boah, ey, Mimi, Janik, Mann, nein, ich hab du machst jetzt gerade so Scheiß. Nein, du machst so Drama aus dem Nix, ohne Sinn. Ich mach jetzt gerade ein Drama? Wo mach ich denn jetzt gerade? Ich rede doch ruhig mit dir, aber du gehst gerade weg. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Yannick direkt so abgefuckt sein wird. Der ist so unsicher mit sich selbst. Also ich weiß echt nicht, wir müssten halt vielleicht mal vollends aufgeklärt werden, was da alles vorher mit Mimi gelaufen ist. Hast du meine Notizen gesehen? Weil genau das habe ich, aber erzähl weiter. Also, weil er ist sich so unsicher mit dieser Frau. Also er ist sich sicher, dass er sie haben möchte. Mhm. Aber egal, was sie irgendwie macht, es ist Drama bei Yannick. Und es ist ja sofort aber, so, ich schmeiß hin. Ja, und ich wollte gerade sagen, diese Tonlage dann immer. Und dann, also, er geht sie unterschwellig an, das interpretiert sie völlig richtig. Und dann so, wir können doch ganz in Ruhe reden, ich mache doch jetzt kein Drama. Warum rennst du denn jetzt weg? Warum? Ich habe doch jetzt gar nichts weiter gesagt. Ja. Junge, oh, das ist so eine richtige Stressbacke, das ist so eine richtige Drama-Queen. Aber ich finde tatsächlich, die beiden wechseln sich da immer ab. Dann gibt es irgendwie in der nächsten Situation, die später auch noch kommt, bin ich so wie,
Oh, Mimi, du bist genauso. Also es ist ganz schlimm. Aber ich finde, also für mich sind die beiden, die eine Person macht was, was die andere ankotzt, die posaunt das in einer Art und Weise raus, die gar nicht funktioniert. Dann ist die Person sauer auf die Person, macht genau das Gleiche zurück. Dann ist die sauer und es geht die ganze Zeit Ping-Pong-mäßig so weiter. Und dann, das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon immer. Und das ist jetzt eine Frage an die Community. Leute, wie seht ihr das? Ist es denn so in Beziehungen oder eher so, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Das will ich jetzt einfach mal so für mich allgemein hier in die Runde werfen und mal wissen, wie da so die Einstellung ist. Bitte. Wie ist es denn danke. Für dich? Ich weiß so. Nicht. Ich hatte schon so gleich und gleich. Das ist dann aber irgendwie sehr schwierig, weil das sehe ich dann so ein bisschen wie bei Yannick und Mimi, wenn es zu gleich ist. Ja. Also kein Gegenpol, der Sachen einfach anders sieht. Wenn es zu unterschiedlich ist. Ich glaube, man kann das tatsächlich nicht so pauschal beantworten. Jetzt mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Ja. Weil ich glaube, du brauchst bei Mimi und Yannick ist das perfekte Beispiel. Das habe ich, glaube ich, auch mit Martin letzte Woche gesagt. Dass die beiden haben genau dasselbe Problem mit sich selber, was sie aber auf den anderen projizieren. Und da wäre geil, nicht gleich und gleich gesellt sich gern, weil die sticheln sich nur weiter auf und es triggert die halt. Aber ich glaube, so bei anderen Sachen, die jetzt positiv sind, ist gleich und gleich gesellt sich gern wieder geil. So, aber ich weiß nicht, wenn ihr eine pauschale Antwort habt, Lena hat es euch gesagt, tippt's rein. Gut, kommen wir wieder jetzt zu einem kurzen Segen. Möchte ich kommen? Zum was? Ein kurzer Segen für mich. Ich muss kurz einatmen. Es ist soweit. Leon beendet das ganze Ding mit Emily, oder? Christina? Ich habe ein Problem damit. Ich weiß nicht, wer welche ist. Die mit Leon was hatte. Hieß die mal Emily? Es gibt Emily und Christina. Oder gab's das eine Emily schon raus? Emily noch? Emily habe ich gar nicht mehr gesehen. Leute, ihr wisst ja wahrscheinlich, wer. Könnt ihr auch gleich nochmal kommentieren? Christina ist es. Ist Emily in die letzte Folge raus? Du, ich weiß es nicht. Kann sein. Folge war doch Männerwahl. Okay. Ich bin seit Tag 1 hier und es war eine extrem emotionale Reise für mich. Aber die Reise ist zu Ende, weil ich momentan jetzt auch niemanden habe, den ich hier unbedingt jetzt noch kennenlernen möchte. Obwohl ihr alle irgendwie mega cool seid und alle super, aber ich wollte mich jetzt nur einmal bei allen verabschieden und dann euch noch eine gute Zeit wünschen. Okay? Auf jeden Fall habe ich mir da aufgeschrieben, er muss jetzt sofort gehen, weil es geht nicht mehr, es nervt mich. Ja. Du brauchst da nicht noch jemanden, den du an die Hand nehmen musst. Eigentlich muss eine Produktion kommen, Leon, komm mal mit. Ja. Guck mal, die ist so, so und so. Ist das für dich zu viel? Ja. Okay, ab zur nächsten. Und dann trifft er endlich die Entscheidung. Halleluja. Halleluja. Die einzig richtige Entscheidung. Ich gehe. Ja, aber dann hat es mich schon wieder ein bisschen... Hat mich dann schon wieder kurz ein bisschen genervt, weil... Nee, also dass er gegangen ist... War super. Sehr gut. Aber... er ist ja nur noch da geblieben, weil sich Christina, Shakira für ihn entschieden hatte, obwohl ja Tom Bubbles reingeworfen wurde. Denn es wurde gesagt, Tom Bubbles hat hier richtig Lust, noch Mädels kennenzulernen. Und er musste gehen, weil Leon bleiben sollte, um nochmal sinnlos rumzuknutschen mit Shakira. Und jetzt geht er freiwillig, weil ich lerne jetzt eh keine Frau mehr kennen. Naja gut, vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst, Leon. Dann bin ich jetzt schon wieder beim Eve-Problem mit Dario. Denn sie sagt dann ganz klar, wir müssen jetzt darüber hinwegkommen, dass ich auf diesem Date war. Und ich sag dir ganz klar, nur du interessierst mich. Du bist mein Platz 1, meine erste Wahl. Als sie das aber gesagt hat, dachte ich schon so, sagst du das jetzt, weil er das hören möchte? Ja. Und du ihn weiter einfach nur mal kennenlernen möchtest und du weißt, dass er sonst sofort... Weg ist. Zickenschranke zumacht und sagt, nee, eine zweite Wahl bin ich, nee. Ja. Oder fühlst du es tatsächlich? Bin mir auch unsicher. Ich glaube, sie hat es schon gefühlt. Ja. Aber er hat es ihr, glaube ich, nicht richtig abgekauft, weil dann hat er ja geäußert, ihn enttäuscht das, dass ein Date sie so verunsichert. So, und dann denke ich mir auf der einen Seite, ich kann das nachvollziehen, wenn du für dich jetzt abgesteckt hast, keine Ahnung, wer weiß, am Ende wurde er in seinem Leben bisher richtig runtergerockt. Ne? Und ist so wie, jetzt bei jedem ersten Anzeichen beim ersten Anzeichen von irgendeinem Zweifel mache ich hier zick. Aber ich denke mir so, ihr seid 5 Tage da. Kurz mal, Gang zurück.
Autositz nach hinten und kurz chillen. Ist das möglich? Und dann halt die Erinnerung an die Bachelorette. Die naja. Wo er halt einfach beim ersten Date einen Ring schenken wollte von der Oma. Ja, also ich glaube jetzt nicht, ob er so durchgerockt wurde. Dann kommt das Dinner der Wahrheit. Und da habe ich mich so drauf gefreut schon wieder, denn die Kandidaten schreiben ja die Fragen. Weißt du, wie ich vor dem Fernseher saß? So. Let's go. Ich habe es geliebt. Und ich wusste, das wäre wirklich leider, also für diese Situation da sind diese, naja, fragilen Persönlichkeiten, ich nenne es einfach mal so, perfekt. Ja, ach, ich wusste, fragile. Da kommen so viel spicy Fragen raus. Ich hatte schon fast Angst. Also es ging schon wieder los mit Darios Ego natürlich. Wisst ihr, was ich lustig finde? Ich habe Dario die ganze Zeit in meinen Notizen als Leon geschrieben. Ich wollte wahrscheinlich wirklich an ihr, dass Leon geht. Warum auch immer. Oh, melde dich mal bei ihr, Leon. Nee, aber... Nee, danke. So, und Dario kann auf jeden Fall das Date nicht hinter sich lassen. Meine Güte, ey, mir war es dann zu viel. Wir haben das Thema wirklich jetzt dreimal durchgekaut an diesem Tag. Get over it, Dario. Nachtragend so. Bin ich nicht. Und Umut, meinst du es eigentlich ernst hier? Also vorher nicht, aber wo ich Anna Maria kennengelernt habe, schon. Weil ich hatte Jana Maria kennengelernt, war dann in der Zwischenzeit eigentlich nochmal bei zwei anderen Mädels, aber bin halt jetzt wieder bei ihr, weil die anderen keine Lust auf mich hatten. Und ich meine, kam ja noch keine neue. Nee. Also so lange, bis keine neue kommt, die mich umhaut, die ich Trauma finde, 10 von 10, die ich mir hergewünscht habe. Die auf meiner Liste stand. Ist Jana Maria, meine ich ernst mit ihr. Ja. Fand ich auch schön. Mimi, würdest du Alex nochmal küssen? Mimi? Nein. Also ich habe Nein gesagt. Es war so ein klares Jein und dann... Und wirklich, Leute, das sind solche Trigger-Points bei mir. Wenn ihr dann noch so guckt und so grinst und sagt, ich weiß genau, was du meinst. Hab ich Jein gesagt? Was? Das war so nach dem Motto, Gott, ich hab's gar nicht mitbekommen. So unterbewusst gewählt. Weißt du, was es war? Es war sowas von bewusst gewählt. Ich verstehe jetzt sowas verstehe ich immer nicht, weil ich versuche dann nachzudenken. Sie macht das ja eigentlich mit Absicht. Also du kannst ja nicht jein oder das so offen lassen, in der Hoffnung, dass es niemand merkt, weil das ist sehr offensichtlich. Und dann merken das die Leute und sprechen dich drauf an und dann tust du so, als wär's. Das geht doch gar nicht. Und Yannick sitzt halt neben dir und denkt sich schon wieder, boah ey. Und du hattest gerade den Stress hinter dir kurz gelassen. Ja. Ich glaube, warum die braucht sie das, die liebt das, aber warum? Ja, aber zu dem Punkt kommen wir dann da gleich nochmal. Dann wurde Mimi nochmal gefragt und habe ich das jetzt richtig verstanden, kam die Frage von Jade. Ich glaube, ja. Diese kleine Bombenlegerin, Mimi. Ja, wirklich eine freche mit Frage. Mit wem war der Sex besser? Mit Alex oder mit Yannick? Das also doch nicht nur ein Kuss mit Alex. Das fragt man aber auch wirklich nicht. Und nee. Yannick aber auch, wie er sich das selber einreden wollte. Ja, also schon echt eine freche Frage. Aber ich weiß auch echt nicht schlimm, weil ich kenne die Antwort. Alex. Nee, also da war wirklich für Yannick, glaube ich, der hat keinen Bissen runterbekommen. Nee, ne? Das also war alles wieder hochgeholt. Und dann spricht ja Michi Mimi an der Bar so ein bisschen drauf an. Und ich fand es jetzt gar nicht so, naja, anders. Aus Mimis Warte her hätte ich es auch kacke gefunden, wenn ausgerechnet Michi, der die letzten Male so eine Scheiße abgezogen hat, sowas zu mir sagt. Ja. Aber wenn wir es jetzt objektiv betrachten, hatte er eigentlich recht. Er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt, denn er sagt, Mimi, du bist schon so ein Player-Girl, ne? Und sie so, was? Ich sag dir ganz ehrlich, diese Szene, da ging meine Laune richtig runter, weil ich das richtig kindisch und stur und bockig fand von Mimi, weil sie einfach mit ihren Aussagen nur das bestätigt hat, was er in den Raum geworfen hat. So komplett drüber. Du bist der größte Player, der sich jetzt in dieser Staffel ja noch nichts erlaubt hat. Halt dein Maul, du bist besoffen. Was denkst du, wer du bist? Und dann ja zu Yannick rennen. Der ist so läppsch, du bist so läppsch. Du bist Lappen. Und ich finde es immer witzig, dass die Leute mit sowas ausdrücken wollen, dass die krass drüber stehen und dass er ja so winzig und witzig wäre. Ja. Aber selber einfach so unsicher ist durch sowas. Also, schlimm. Also ich glaube, beiden war klar, dass er gerade damit einen Punkt gemacht hat. Natürlich. Und alleine, dass sie das dann nochmal so vor Yannick auch nochmal klarstellen wollte. Und das fand ich aber schon wieder lustig. Pst mich nicht. Nein, mach ich doch gar nicht. Aber pst. Oh, schon wieder. Upsi. Ja, also, ja. Ja, aber es überrascht uns nicht, ne? Also wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass Mimi so ein 15-jähriges Verhalten auch mal an den Tag legen wird. Ja.
Ja, und dann können wir uns schon wieder reinstürzen bei Dario und Eve. Denn es sollte, also wirklich aus was für eine wirklich wortwörtlich Mücke? Es war eine Babymücke. Wurde ein Elefant gemacht. Du kannst es mir nicht erklären. Nein, doch, ich kann es dir erklären. Ich will es nur ein bisschen verstehen. Ich werde. Nein. Du erklärst es mir immer noch nicht. Doch, ich hab wirklich. Du läufst auch nicht einfach weg. Nee, ich will es mit dir hier bereden, nicht in der Tür. Ich will es nur verstehen. Das ist alles. Er hat gesagt, er braucht was gegen Mückenstiche. Und das war alles. Und du übertreibst gerade echt maßlos. Nee. Du hast null Empathie, was meine Position angeht. Ich lasse es mir jetzt gar nicht vorwerfen. Ich sag dir nur, wie meine Situation jetzt gerade überhaupt nicht auf dich zu. Du hörst mir auch gar nicht zu. Das Gespräch ist beendet. Du hörst mir nicht zu. Ich kann mit den Leuten, die keine Empathie haben, kann ich nicht reden. Da wurde. Also wurde ein Hochhaus draus gemacht. Das reicht gar nicht. Also deshalb, nee, hier Burj Khalifa oder wie er heißt. Wie heißt nach er Dubai denn? Mit euch. So. Nee, aber das Thema war ja eigentlich schon 13 Mal durch, ne? Ja. Es geht immer noch um generell Alex und Eve zusammen. Denn sie sprechen draußen noch mal so ein bisschen. Ja, und das wahrscheinlich wirklich nur, alle haben gepennt. Die haben ja nicht drauf gewartet. Die haben sich ja keine Zettelchen geschrieben. Komm bitte wieder raus. Du, ich sag dir, Mama. Alle schon im Bett. Ich glaube, bei Alex, der verfolgt leider schon einen Plan. Ja, ich meine, Alex war sich ja auch sehr sicher, dass er den Burj Khalifa schon ins Wanken gebracht hat bei Eve und Dario. Ja, aber trotzdem, jetzt mal grundsätzlich möchte ich Jasmin keine böse Absicht unterstellen. Nö, ich auch nicht. Noch mal draußen, vielleicht eine kleine Zisi rauchen oder auch nicht. Alex brauchte was für die Mücken und mehr ist ja dort wirklich erstmal nicht passiert. Und Dario saß ja dabei. Er kam erst mal raus, weil sie gedacht hat, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Die macht sich schon seit 20 Minuten bettfertig. Sie wird wohl irgendwo sein. Aha, da. Provokant hingesetzt. Hätte ich mich niemals getraut. Ich bin ja nicht so doof und setze mich hier jetzt hin. So, also halt auch wirklich hinter den lächerlichsten Busch. Und dann ja aber wirklich auch darauf, also mir wäre das an Darios Stelle dann viel zu doof gewesen, auch ja. Mein eigenes Verhalten. Ich verstehe irgendwo, dass ihn das ein bisschen gekratzt hat. So. Für die Situation zwischen den beiden besser gewesen. Sie hat ihn nicht mit ihm gesprochen, aber es ist nicht in ihrer Verantwortung, das nicht zu tun. Und er ja, ich fühle mich verarscht, komplett übelst überzogen reagiert. Und dann halt, und das Ding ist, ich gebe dir recht, man kann ihn verstehen. Und dann kommt es ja darauf an, wie man das klärt. So, und ich finde, sie hat erstmal, also wirklich, wenn ich eine Folgenkrone vergeben könnte, ich würde die Folgenkrone wirklich gerne Jasmin geben, weil die hat mich so bereichert in der ganzen Folge. Das war so eine richtige Entwicklung irgendwie, die man gesehen hat. Und sie hat wirklich, finde ich, nichts falsch gemacht. Okay, vielleicht war das Gespräch nicht richtig, was ich aber auch dumm finde. Also sie kann reden, mit wem sie möchte. Sie hat es danach gut begründet, hat gesagt, du rennst jetzt nicht weg, wir sprechen darüber. Ja. Ich sag dir, über was gesprochen wurde, aber ich sehe es nicht ein, mich für irgendwas zu entschuldigen. Ja. Und dass er dann so einen Kindergartengarten abzieht und sagt, dann schlafe ich nicht hier. Und das fand ich ja noch geil, dass sie wieder gesagt, das machst du nicht. Und dass sie auch noch als erstes geht, fand ich. Ja. Haben dann aber irgendwie also doch wieder beieinander geschlafen. Ja. Also ich gebe ihr auch, sie hat nichts falsch gemacht. Sie hätte vielleicht das eine oder andere empathischer lösen können, wenn sie das wollte. Mhm. Darf man aber nicht vergessen, die kennt sich vielleicht maximal eine Woche. Also man muss den Ball auch wirklich mal flach halten. Wir haben dann ja gedacht an dem Abend, das ist jetzt durch das Thema. Er hat sich beruhigt, sie konnte das Kind wieder einfangen und stillen. Und es wurde ja auch in Löffelchen dargelegt. Ganze Nacht. Die ganz festgehalten. So. Nächsten Morgen, Laune ist hier oben bei ihr, alles geil, Dario. Nee, also jetzt möchte ich erstmal gerade nicht sprechen, wenn es geht, was sein gutes Recht ist. Und ich glaube tatsächlich, guck mal, draußen wäre das gar nicht so richtig schlimm gewesen. Ne? Hätte jeder sein Zeug machen können, aber da drin, gerade auch als die Person, die betroffen ist davon, du kannst ihm ja nicht aus dem Weg gehen. Nee, und du hast dann deine Bubble, du hast ja dann auch noch diese ganzen anderen Konstellationen um dich drumherum, mit denen du automatisch vergleichst oder die Fragen. Ja, das, genau, das ist ja ein einziges Thema da. Ja, und dann aber wirklich so, nee. Ganz schlechtes Bauchgefühl, sage ich. Ganz schlechtes Bauchgefühl. Und da weiß ich, muss ich schon immer drauf hören. Das ist von Anfang an so gewesen. Und sie hat extra gewartet, bis alle im Bett waren. Hat er so gesagt? Ja. Also es war halt, also, ich bin noch nicht blöd. Wir brauchen weder blöd noch die zweite Wahl. Also wir brauchen ihn jetzt ja auch nicht egal, jetzt habe ich es vergessen. Dario fasst dann den Entschluss, ich gehe. Das reicht. Habe ich alles nicht nötig. Und die Art und Weise, wie das Gespräch mit Eve stattgefunden hat, war ekelhaft.
Haft des Todes für mich. Wirklich, das fand ich so schlimm. Ich glaube, ich habe seit dem Date bis jetzt mir schon viel zu viel gefallen lassen. Ich habe nur geschluckt bis gestern was Abend. Was wäre es? Und das, was, das was haben hast wir, du dir denn gefallen lassen? Ich habe wirklich versucht, mich richtig zu verhalten danach. Ich weiß, dass ich komplett verwirrt nach Hause gekommen bin, aber für meine Gefühle hier kann ich nichts. Du warst zu 100% nach dem Date nie hier. Nie bei mir und nie hier. Nie. Auch wenn du es behauptet hast. Warst du aber nicht. Und genau. Und deswegen wurde ich verarscht. Weil du es behauptet okay. hast. Okay. Mhm. Okay. Okay ist es nicht. Ich find's schade. Wenn du das so siehst, Dario, das Interessante dann muss ich dazu wusste genau, nichts mehr sagen. Wie du reagierst. Und mein Bauchgefühl täuscht mich nie. Wie er ihr irgendwie ein schlechtes Gewissen machen möchte, obwohl es doch ganz allein seine Entscheidung ist, ob er geht oder bleibt. So, es ist einzig und allein seine Entscheidung. Damit ja. hat sie nichts zu tun. Er kann ja, er wird ja nicht nur Eve auf seine Liste geschrieben haben. Wer weiß, wer da noch reingekommen wäre. Aber so ein Palaver darum zu machen, es ging mir so aufs Schwein. Wie er ja noch mal drauf gepocht hat, dass er von Anfang an von ihr verarscht wurde. Wo ich dann wirklich das Gefühl habe, so Eve da drin, eine der aufrichtigsten, herzlichsten und offensten Frauen gerade so gewesen, die wir gesehen haben, auch in Bezug halt auf ihn, immer irgendwie gesagt hat, wie sie sich fühlt. Ja. Und ich fand das auch toll, dass sie immer, selbst wenn, man hat gemerkt, manche Situationen waren ja irgendwie unangenehm. Mhm. Und dann ist sie immer über ihren Schatten gesprungen und ist auf ihn zugegangen ja. irgendwie und hat da was auch immer ja. geäußert. Und das ihr dann so anzulasten, als wäre sie so die größte Playerin, wo ich mir denke, wir haben so also wir kennen Spielchen spielen. Aber das war's nicht. Nee, null. Und ich habe wirklich nur, ich saß vor dem Bildschirm, ich habe mitgefiebert und ich dachte so, bleib bei dir, Mädel, bleib bei dir. Come on, girl. Lass dich you jetzt got hier, it. Ja, nicht einbrechen. Nein, nein, nein. Und sie wirklich halt das gut bravourös gemeistert. Dieses wirklich, wie er einfach ihr nochmal so ein ekelhaftes Gefühl geben wollte. Bah. Einfach nur bah. Wozu und, halt auch. Dann wiederum sagt er es allen und die wollte ihn nicht auslachen oder irgendwas, sondern die fand die ganze Situation lächerlich. Ja. Und vielleicht war es auch ein nervöses Lächeln. Und dann, dass er nochmal auf sie einpiekt, so, ist das zum Lachen? Ich finde es nicht zum Lachen. Und dann ihr aber eine Umarmung geben will. Und da fand ich es noch geil, dass sie gesagt hat, ich glaube, das ist jetzt gerade nie angebracht. Ja. Nur geil. Und dann alles, was sie danach gesagt hat, wirklich die Bank weg. Ich habe viel zu viel geweint in der kurzen Zeit wegen diesem Typen. Ich will mir nicht mehr das Gefühl geben lassen, dass dann irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja. Ich habe schon wieder gemerkt, ich habe an irgendwas festgehalten, weil man eine Vorstellung von einer Person hat. Weil sie wollte, dass es funktioniert. Genau, und dann verbiegt man sich. Ja. Und dass dann diese Last abkommt. Ich habe alles nur gefühlt. Ich war wirklich hier, Stift, alles, was sie gesagt hat, alles können wir unterstreichen. Alles. Fand ich auch, ich fand es auch vollkommen so verständlich, dass er dann noch mal kurz geweint hat, weil einfach das dann so abgefallen ist, dass sie aber auch meinte, nee, eigentlich ist er das jetzt nicht wert. Ja. So, und ich glaube, sie kann da drin noch eine gute Zeit haben. Das hoffe ich für sie. Ich fand auch sehr reflektiert von ihr, fand ich schön. Voll. Und auch, dass die Girls da so auch für sie da waren und sie aufgefangen haben. Alle so irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich wette auch hundertprozentig, hier, unser Pauli wird auch noch mal beim Drink noch irgendeinen guten Rat oder so mitgegeben haben. Auch Alex hat sich gut verhalten in der Situation. Ja, fand ich auch gut, dass er nicht gleich hingerannt ist, wo er auch meinte, das wäre auch ein bisschen seltsam. Ja. Dann aber schon noch mal auf sie zugekommen ist. Ich habe aber ein bisschen Schiss, dass, weil er so, also das, noch mal. Ich habe ein bisschen Schiss, dass sie jetzt in diesem emotionalen Chaos sich geschmeichelt fühlt von ihm, weil er ja schon auch ein bisschen charmant ist, kann man ja schon sagen. Und er ist ein lockerer Typ, er gibt eigentlich ein gutes Gefühl. Und das braucht sie gerade. Sie will ja ein gutes Gefühl von wem bekommen. Und dass es dann am Ende, wenn vielleicht so dieses emotionale Chaos ein bisschen weg ist, dass es dann vielleicht doch nicht mehr so das Wahre ist mit Alex, ist jetzt meine schlimmste Befürchtung. Aber aktuell sieht das gut aus. Und ich glaube, er ist ein Typ Mensch, der fest im Leben steht. Und er würde sich von sowas dann auch nicht Bush Khalifa-mäßig ins Wanken bringen lassen. Und grundsätzlich, es ist Bachelor in Paradise, die Leute sollen erstmal eine gute Zeit haben. Ihr seid im Paradise. Ja, wie hat Jana Maria gesagt, wir sind im Paradise, wird getrunken, es wird geleckt und geknutscht und keine Ahnung, was abends auf jeden Fall hat den Pool gepinkelt.
Ja, vielleicht auch mal zwei oder dreimal. An dem Abend ging es noch weiter mit Abiball und Saunaclub. Also das fand ich einfach, es war wirklich, du hast die beiden dort stehen sehen. Jana Maria war es und Alex sehen aus wie Abiball und Jade und Max wie Saunaclub. Und es hat wirklich Aussage, Eimer, Arsch. Hat gepasst. Und wann hat das bei Jade und Max bitte so angefangen? Jetzt hier wird sich kurz ins Ohr gebissen. Und du, da wird auch mal ein bisschen gekuschelt, am Arsch gefriemelt. Und ich sag dir, es ist die beiden. Das ist für mich, das muss es sein. Ja. Das ist das Wahre. Das ist die Erlösung für mich. Ja. Wie sie auch Bilder gemacht haben. Und er so, Alter, nicht mit den Titties oder irgendwie sowas. Ich dachte so, das ist so locker. Ihr braucht das beide. Ja. Wenn da jetzt wirklich noch Emotionen entstehen, fände ich das toll. Und da ja zwei Typen freiwillig die Villa verlassen haben, stimmt, gab es eine Easy-Nacht der Rohren. Easy-Nacht des Rohrens. Eine entspannte Nacht der Rosen. Alles ein bisschen im Schnelldurchlauf. Von mir aus können wir das auch die nächsten Folgen so weiter handhaben, ganz ehrlich. Und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich auch. Es kommt noch irgendeine Frau rein. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe dann aber schnell wieder ausgemacht bei der Vorschau. Also ich habe für Emanuel hat es auch ein schnelles Ende. Sorry, Emanuel, falls du das siehst. Aber ich habe einfach zu viel Angst, dass irgendwas wieder passiert, wo du ausrastest. Ja, nee, brauche ich auch wirklich gar nicht. So, Leute, liken, teilen, kommentieren, abonnieren und heute mal eine Banane essen, weil es wird Winter und ihr braucht die Vitamine. Nach der Banane auch mal eine Mandarine schälen und die Schale auf die Heizung legen. Und ein super Raumduft. So bleiben, wie ihr seid. Ciao. Und da, euch alle.